Christian Drobitz, SPÖ-Erstkonsumentenschutzsprecher seiner Partei, ist am Wort. Sehr geschätzte Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen. Nun, abgerechnet wird nach der Pandemie. Im Interesse des Volkes werden wir alle schauen, welche Maßnahmen haben gewirkt, welche haben nicht gewirkt, wo ist was falsch gelungen. Nur bei den Fördermaßnahmen, denke ich mir, wird heute abgerechnet. Wir werden ab heute sehen, so wie es auch der Bundesminister gesagt hat, diejenigen Betriebe, die abgecasht haben, diejenigen Betriebe, die vielleicht überfördert worden sind, werden nach dem heutigen Gesetz, so hat es der Bundesminister gesagt, sichergestellt und kontrolliert. Und damit denke ich mir, dass heute der Tag der Abrechnung für Fördermaßnahmen erfolgen wird. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wenn Fördermaßnahmen, Förderbestimmungen nicht eingehalten werden, ist das Missbrauch. Manchmal kann es versehentlich sein. Jeder Arbeitslose, der einen Tag zu Unrecht sein Arbeitslosengeld empfangen hat, wird natürlich mit einem Bescheid versehen und muss es zurückzahlen, auch bei Mindestsicherungsbeziehern. Bei den Fördermaßnahmen ist mir nicht aufgefallen, dass das so schnell gegangen ist. Es war sehr langsam, langsam, langsam und oftmals ist es gar nicht erfolgt. Jetzt, Herr Bundesminister, glaube ich, dass zumindest ein Instrument da ist, um diese Blackbox COVAG anzuschauen und Licht ins Dunkel zu bringen. Es wird wichtig zu sein, wie viele Milliarden in Betriebe geflossen sind, die vielleicht mehrere Gesellschaften gegründet haben, um im Endeffekt dann Vorteile zu haben. Und es wird wichtig sein zu schauen, wie viele Corona-Hilfen-Millionäre und Milliardäre von diesem COVAG-Geld profitiert haben. Ich denke mir, jetzt ist auch die Zeit, Licht ins Dunkel zu bringen, wie viele kleine Unternehmen, die bisher wenig bekommen, jetzt gar nichts mehr bekommen und wie viele große Unternehmen noch mehr bekommen. Das ist die Frage und das ist auch die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Ich kenne einen Fall aus dem Südburgenland, wo ein Betrieb über drei Familiengenerationen einen Sportartikelhandel führt, Herr Bundesminister. Und dieser Betrieb sagt mir, im November, Dezember infolge des Lockdowns haben die keine Förderungen erhalten, weil tageweise nicht abgerechnet worden ist, sondern nur monatlich und die sind durchgefallen. Hingegen Sportartikelhändler in Großhandelsketten haben alles bekommen und die verlieren immer mehr an Existenz. Das ist der Grund, warum wir auch sagen, diesem Antrag können wir nicht zustimmen. Für mich, Herr Bundesminister, ist es nur erstaunlich auch, dass Sie im Budgetausschuss gesagt haben, ich kann einmalseitig die Budgetposten nicht festsetzen. Herr Bundesminister, Sie haben gesagt, Sie wissen nicht, was Sie an Geldern reinbekommen. Und ich denke mir, wir haben einen Finanzminister gehabt, der auch Nullen vergessen hat. Ich weiß, dass Sie das nicht wollen, aber ich sehe in diesem Fall auch die Gefahr, dass man wiederum nicht weiß, was kommt da rein. Und ich würde Sie bitten, auch in dem Fall sich vielleicht Nachhilfe zu holen. Mein Kollege Daschner wird dann im Nachhinein reden, der ist ein sehr guter Mathematikprofessor, vielleicht kann er da Nachhilfe geben. Ich denke mir aber, es ist auch wichtig, dass diese Covid-Schutzmaßnahmen nicht dazu dienen, um das Börsel derjenigen gut aufgestellten Fördernehmer noch mehr größer zu machen und weiterzumachen, sondern denen zu helfen, die es brauchen. Herr Bundesminister, wir werden deshalb den Antrag, diesen Gesetzesentwurf ablehnen. Ich bin auch der Meinung, dass der Abänderungsantrag, den der Kollege Oberösterreicher heute vorgelegt hat, nicht unbedingt zusammenpasst zu diesem Transparenzdatenbankgesetz. Ich denke, dass das wahrscheinlich eine Möglichkeit war, den Energiekostenausgleich zu regeln, aber für uns nicht passend. Es ist auch zu kurzfristig, das zu beurteilen. Wir werden deshalb auch dem Abänderungsantrag nicht die Zustimmung erteilen. Danke für die Aufmerksamkeit. Es sei zu hinterfragen, wohin die COVAG-Pandemie-Förderungen geflossen seien. Kleine Betriebe hätten zu oft das Nachsehen gehabt, kritisiert Christian Drobitz von der SPÖ. Er ist Konsumentenschutzsprecher seiner Partei und er ist Jurist aus dem Burgenland. Der